Liebe Schwestern, liebe Brüder, Advent als Trost, als Geschenk des Trostes, der von Gott herkommt. Wie eindringlich hören wir heute noch einmal neu diese Worte des Propheten Jesaja. Tröstet mein Volk, indem ihr meinem Volk zu Herzen redet. Die Last ist vorbei, die Schuld beglichen. Die Strafe ist abgebüßt für alle Sünden. Macht einen Weg bereit für den Herrn. Steig auf einen hohen Berg, Botin der Freude. Was anderes, liebe Schwestern und Brüder, hat die Kirche zu tun, als genau dieses Wort nachzuahmen. Botin der Freude zu sein, sich immer wieder aufzurasseln aus dieser tiefen Erfahrung des Getröstetseins. Auf die nächste Anhöhe zu klettern, egal wie man aussieht, beschmutzt, mit letzter Kraft, wie auch immer. Erheb deine Stimme mit Macht. Noch einmal sagt es der Prophet. Botin der Freude, erheb deine Stimme und fürchte dich nicht. Sag, seht, da ist euer Gott. Aber was soll man mit einem Volk machen, das gar nicht getröstet werden will? Das lieber Probleme reflektiert, das sich um dies und jenes kümmert, das den Trost Gottes zurückweist. Manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass wir in einer solchen Zeit leben, dass wir den Trost Gottes gar nicht brauchen, weil wir ihn gar nicht suchen. Wir suchen ihn ganz woanders. Wir trösten uns mit diesem und mit jedem, aber den Trost Gottes. Sind nicht, liebe Schwestern und Brüder, die Heiligen? Ist nicht etwa der Heilige des heutigen Tages ein unglaubliches Trostgeschenk für unsere Zeit wie für alle Jahrhunderte? Dieser Patron der Notleidenden, dieser Patron der Rechtgläubigkeit, dieser Patron der Asketen und der Helfer der Kinder. Denn all das ist Nikolaus. Ein Trost für die Kirche jederzeit. Ich will mich mit diesem Lamento kurz halten, dass es die letzte Reform geschafft hat, obwohl es kaum einen bekannteren Heiligen gibt, diesen Heiligen so zu minimieren, dass er fast zum Verschwinden gebracht wird, wegen angeblich historischer Gründe. Man weiß gar nicht mehr, wo man sich noch ans Hirn fassen soll. Denn egal, ob sich dieser Typ in der Garderobe vergriffen hat und als komischer Weihnachtsmann um die Ecke kommt oder im englischsprachigen Raum immer noch als Santa angeredet wird. Jedes Kind kennt ihn. In jedem Aldi steht er seit Monaten als Figur. Das ist, liebe Schwestern und Brüder, man kann sich darüber aufregen, ich weiß. Aber das kommt mir manchmal vor wie ein etwas falscher Kulturkampf. Immerhin, wir reden immer davon, dass wir Chancen brauchen, mit der modernen Kultur ins Gespräch zu kommen. Wer nutzt diese Chance? Gestern sah ich auf einer Homepage, die von der Bischofskonferenz gesponsert wird, wie eine Hand, die einen Nikolaus fasst, der als Bischof kenntlich ist, einen auf dem Tisch stehenden Weihnachtsmann zerschmettert. Wow, das ist wirklich eindrucksvoll. Wenn das jemand anderer gemacht hätte, würde ich mir mal gerne die Kommentare von der gleichen Seite anhören. Denn sowas ist töricht. Man könnte das als Zerstörung von Lebensmitteln ansehen. Aber man denkt eben leider nicht. Und man lebt nicht geistlich. Sonst käme man auf solche bekloppten Ideen überhaupt gar nicht. All diese entstellten Figuren, die uns überall begegnen, sind ein versteckter Hinweis auf diesen Heiligen, auf den Asketen, den Bischof, den Verteidiger der Rechtgläubigkeit, der in Nicäa einen Arius ohrfeigt, dass ihm schlecht wird, zu Recht, der die Not jedes Kindes sieht, der den Seeleuten hilft, der Jugendliche vor der Prostitution rettet. Mein Gott, dieser Heilige, das ist eine direkte Übersetzung des Evangeliums in all seinen Facetten. Und wir reden über historische Wahrscheinlichkeiten und degradieren deshalb seinen Tag fast bis zum Verschwinden. Liebe Schwestern und Brüder, die Botschaft dieses Heiligen in Verbindung mit den Tagestexten ruft uns auf, wenn du Trost suchst, dann musst du auch getröstet werden wollen.
Wenn du Trost suchst, dann suche ihn an der rechten Stelle. Wenn du Trost suchst, dann erwarte ihn von Gott. Wenn du Trost suchst, dann halte dich an die Heiligen. Sie sind in der Lage, den Trost des Evangeliums wirklich zu geben. Gleich in welcher Not, in welcher Situation du steckst. Denn sie übersetzen dir das Evangelium. Sie übersetzen dir das Proto-Evangelium des Jesaja, was Trostsein bedeutet. Welche Aufgabe du hast, auf den Berg zu steigen, mit Freude Botin und Bote zu sein. Sie übersetzen dir den, der das verlorene Schaf auf seinen Schultern nach Hause trägt.